Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Sky und am heutigen Tag haben wir prominenten Besuch, denn der komplette Paldado Bay Squad ist am Start. Hallo Zombie, hallo Maudado! Hallo! Hey. Das war der Einsatz. Alter, und da kam direkt Hüpfi auch von der Side of Life. Leute, am heutigen Tag werde ich geköpft und zudem craften wir einen Talisman der Diva. Allerdings muss ich ganz am Anfang noch etwas ansprechen. Und zwar, Leute, es kann nicht angehen. Und wir sind das auch nicht selber, sondern hier, meine Damen und Herren. Es wurden schon wieder Tiere getötet. Und das ist tatsächlich nicht das erste Mal, dass bei uns Tiere verschwinden. Hier ja, haben wir. Schaf. Vor langer Zeit. Ja, genau. Es sind aber vorher schon mal. Also es gibt scheinbar wieder einen Schweinemörder, beziehungsweise einen Rinder- und Schafsmörder. Das kann nicht wahr sein. Ich werde auch mal gucken. Weil ich weiß eigentlich, wenn wir irgendwo hier nochmal einen Block finden, der in irgendeiner Weise hier nicht von uns platziert wurde, gibt es eigentlich ein Tool, mit dem man sich anzeigen lassen kann, wer den Block gesetzt hat. Und damit hätten wir die Person überführt. Falls ihr ansonsten noch Tipps und Tricks habt oder Hinweise, wer die Person sein könnte, dann schreibt uns das gerne in die Kommentare. Und ich muss direkt am Anfang mal, wenn ich Zombie hier am Ohr habe, Zombie... Ist das für dich ein Problem, dass ich hier die kleinen Inseln gebaut habe? Weil die sind ja um dein Boot herum. Manche Leute haben sich darüber ein wenig echauffiert. Nee, mein Boot kann doch in alle Richtungen fliegen. Ah, und perfekt. Sonst ramme ich einfach durch die Insel durch. Ja, vor allen Dingen, das dachte ich mir auch. Hä? Minecraft ist das perfekte Spiel, dass man irgendwelche Sachen wieder umbaut. Also, selbst wenn Zombie jetzt gesagt hätte, du Moloch, mach, dass du wegkommst mit deinen blöden Inseln, dann hätte ich die halt einfach abgerissen. Leute. Alles no problemo. Zudem hat der gute alte Maudado in seiner gestrigen Folge nicht nur es geschafft, seine Spitzhacke wegzuwerfen. Hey. Ihr müsst wissen, Leute, Maudado ist heute ein bisschen, der hat nicht gut geschlafen, der ist heute ein bisschen gereizt. Aber, ihr müsst euch die Stelle unbedingt angucken, sie war köstlich. Vor allen Dingen, alles gut, Maudado. Wie gesagt, hier hat er das fertig gebaut. Stimmt, ich wollte mir mal schnell ein Schild holen, damit die Leute auch Bescheid wissen, dass hier wirklich jeder nicht mehr hier einfach drauflatschen soll. Und wir haben ja irgendwie noch... Wer hat ja eigentlich den Redstone-Block platziert? Ich. Der war als Markierung gedacht. Kannst du abbrechen. Achso, ja, weil da können auch Mobs spawnen. Huh. Bongo! Redstone. So, dann gucken wir doch mal, dass wir hier... Haben wir zufälligerweise Schilder? 32, jawohl. Perfekt, dann werden wir das direkt mal machen. Und Leute, habe ich gerade schon erwähnt, der Talisman, der Diva, der lässt einen praktisch, so eine Art Gedankenkontrolle für Mobs. Und den werden wir heute auch mal ein wenig austesten. Kurz, um das Ganze zu demonstrieren, Maudado hat das hier alles endlich mal fertig gebaut. Also endlich nicht, weil Maudado das sollte, sondern weil ich das die ganze Zeit nicht... Au! Wer hatte gerade jemand Heslon? Ich weiß nicht. Warum hast du Heslon geschlagen? Ich habe ihn nicht geschlagen. Oh Gott, wir haben keine Beweise. Alles gut. Ist alles gut. Nicht traurig sein. Heslon, du Opfer, warum lässt du dich schlagen? Mann, Heslon, was Guck ist mal, los bei dir? Was für eine coole Schaltung das ist. Das bedient man nur mit einem Hebel statt mit den zwei Knöpfen. Was mir. Oh Gott! Hat. Wow. Guck, auf, zu. Alter. Alles nur mit einem Hebel. Oh nein, wir sind ausgesperrt, Paluten. Oh Mist, wir müssen uns neues Zuhause. Maudado, bitte! Bitte, Maudado! Sie heißt jetzt nur noch Dado. Nein! Aber nur Maudado. Oh Gott, oh Gott. Todes. Was passiert denn, wenn jetzt jemand hier drin steht? Ja, ich hoffe, du stirbst. Oh, ich hab den Schalter zwischendrin gedrückt, jetzt ist alles kaputt. Hm? Ah, nee. Ich back da. Oh Gott! Übrigens, meine Damen und Herren, am heutigen Tag gibt es ungelogen, glaube ich, seit ein paar Wochen oder Monaten zum ersten Mal Tageslicht in meiner Facecam. Okay. Ja, es ist ein bisschen anderes Licht, muss ich sagen. Oh, meine Batterie, ich muss das kurz... Oh Gott, wartet. Eine Sekunde. Nicht die Battery. Battery. Okay, die wäre nämlich beinahe ausgegangen. Alter, der hätte hier aber... War das nicht schon in den ganzen letzten Folgen immer? Ja, aber ich habe jetzt so ein Kabel, dass es direkt mit Energie versorgt wird, die Kamera. So, wo stellen wir denn am besten das Schild auf, Maudado? Du bist der Ästhetiker einfach von uns. Einfach hier links ran. Da wird ja auch nachher hier aufgemacht. Das habe ich nur vorhin dahin gepackt, weil ich geflamed wurde. Nein, du wurdest nicht geflamed. Wir haben nur gesagt... Von Zombie. Von Zombie? Es riecht nach Tod durch Amboss. Warte mal, ich mache hier... Wir brauchen echt einen Ambossinator. Halt... Stopp. Oh, halt, stopp. Halt, stopp. Zutritt.
erlaubt. Verboten. Oh, Alter, Level. Ha, ha. So. Gib mir mehr, Zombie, gib mir mehr. Ja, ich hab noch ein paar Stacks dabei. Ja, ich brauch doch gar nicht so viel. Doch, doch. Okay, dann bist du stark. Ja, danke. Okay. 2000. Ja, 2000. Tschüss. Ich lauf schnell weg. Ich hab auch heute, ich weiß nicht, ob irgendwas Neues hinzugekommen ist. Ich hab teilweise ein paar Frame-Droppels. Ich hab gerade 25, 19 FPS. Ja, okay, das liegt vielleicht an den ganzen Partikeleffekten. Leute! Doch, mach doch die Animation aus. Ich hab schon alle aufgehoben. Geräusch. Optionen, Video-Settings, Animation, all off. Das würde ich sogar empfehlen, weil hier sehr viele, hier unten sind ja diese Kabel mit Animationen. Oh, jetzt habe ich auf einmal... Und kriegst du so viele FPS. Naja, so viel FPS waren es jetzt nicht. Ganze 10 Stück. Ganze 10 Stück. So, für den Talisman der Diva, den werden wir uns jetzt mal ganz kurz angucken. Lieber Talisman, wo versteckst du dich? Da, Talisman der Diva. Den werden wir heute bauen. Dafür benötigen wir einen winzigen Planeten. Was brauche ich für den winzigen Planeten? Ist der von Isaac, der Tiny Planet? Gute Frage. Sei ich ein Item bei Binding of Isaac? Genau, dann brauchen wir Stein und Lebestein und eine Mana Pearl. Die holen wir. Bitteschön. It's freaking magic! Du kannst einfach auf das Fragezeichen klicken und dann wird direkt alles aus dem Lager gezogen. Ach so, das ist auf jeden Fall praktischer, als ich dachte. Ich habe übrigens auch nochmal nach der Flügeltiara geguckt, denn mit der kann man fliegen. Allerdings wurde die noch nicht wieder hinzugefügt, weil der Rod of the Skies, der ist jetzt ja wieder activated worden. So, abgesehen davon benötigen wir für den Stissel noch die Rune des Hochmuts. Die ist auch nicht kompliziert, 2 Mana-Diamanten. Und eine Rune des Sommers und eine Rune des Feuers. Feuer Nummer 1 und Sommer. Oh, ist auch gutes Wetter. Leute, ich war heute joggen. Völlig verrückt, aber wahr. Maudado hat mir das auch nicht geglaubt. Ja. Zack, der meinte Pitizel. Das war sogar der zweite Tag hintereinander. Ich bin wie eine Joggingmaschine. Und ich möchte sagen, ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist. Ich habe letztes Mal darüber geredet. Ich muss mal jetzt ganz kurz ein bisschen Real Talk während der Folge. Ups, ich habe einen Screenshot gemacht. Leute, seid nicht einer dieser Personen, die denken, dass ihnen der Bürgersteig komplett alleine gehört. Wenn ich irgendwo längs gehe und da laufen irgendwie so Leute auf dem Gehweg und die machen keinen Platz und ich muss auf die Straße ausweichen. Und was mir in letzter Zeit aufgefallen ist, die Krönung sind Menschen mit Kinderwagen. Ich verstehe das. Ihr habt ein Kind dabei. Es ist euer Hab und Gut. Das gibt euch aber trotzdem nicht das Recht, sich wie auf gut Deutsch gesagt ein Arschloch zu verhalten. Weil das sind echt... Ich war gestern in der City und dann stehen da... Es war Samstag und es war alles schon übertriebenst voll. Und dann stehen da so 2 Muttis mit ihrem Einkaufswagen. Mit ihrem Kinderwagen mitten in dieser Einkaufspassage. Und alle Leute müssen links und rechts vorbei. Und die juckt es einfach nicht. Das sind wirklich so Leute, die gehen mir auf den Sack. Die gehen mir auf den Keks. Das ist Rede. Also, das kann ich auch einfach nicht nachvollziehen, meine Damen und Herren. Digga, what? Digga. Was ist los? Ich weiß, es ist freaking magic. Entweder habe ich während meinem Rant gerade praktisch telekinetische Fähigkeiten entwickelt, was einiges erklären würde. Habt ihr das? Das ist auch mal eine Frage und das müsste eigentlich schon jeder mal ausprobiert haben. Meine. Nein! Für die Leute, die vielleicht mal Star Wars gesehen haben. Und zwar, habt ihr schon mal probiert, Sachen zu bewegen? Also die Frage geht auch an Maudado und Zombie. Einfach so zu mit gucken. Mit den Gedanken, natürlich. Ja, Tag. Das ist, Leute, ich hab das wahrscheinlich von einem Monat oder zwei mal wieder gemacht, wo ich dachte so, dass ich irgendwas so bewegen kann. So. Aber, ich will der Auserwählte sein. Ja, aber die Theorie, finde ich, ist auch immer ganz gut so. Warte mal, Zombie, kann ich die haben? Du musst doch nur das bisschen Zeug drauflegen, das ist doch direkt fertig. Ach so, du willst ja auch einen machen. Ja, ich will auch cool sein. Ich dachte, du hilfst mir. Nein, wir können es dann beide probieren und dann kontrollieren wir denselben und dann explodieren die einfach. Geil! So, warte mal. Bestimmt. Dann gucke ich mal hier kurz nochmal. Zack, Essenzen und Gold. Ja, perfekt, dann haben wir ja den ganzen Schlüssel schon. Hier sind die FPS wieder ein Ticken besser. Oh, das Portal sieht auch, glaube ich, ein bisschen... Ja, aber ich habe hier noch Partikel. Grafikeinstellung? Ah, ich hatte die Animation. Hatte ich ausgestellt. Gibt es sonst noch irgendwas, was ich ausstellen kann? Hier kann ich alles aus. Quality.
Aber das ist alles schon relativ fast eingestellt. Renderdistanz vielleicht. Ne, die ist auf 10. Deine Rune ist fertig, Paluten. Ha, nice. Oh, hast du einen Lebestein? Ich finde hier einen bestimmt in einem dieser... Ja, ich glaube, ich habe da mal alles rausgenommen. Ich springe einfach schnell hier oben hoch. Hier ist okay. Ja, so ein Ding. Das... Rudi! Hi! Rudi ist erwachsen geworden! Ach, Rudi, du bist ein guter Kerl. Du bist mein Lieblingshund. Nee, mein Lieblingshund war Sally. Und jetzt ist es Baloo. Ja! Sollte Baloo irgendwann... Weil der immer so traurig guckt. Der guckt einfach mega niedlich. Zombie, sollte irgendwann mal dein Hund weg sein, dann weißt du, ich hab ihn. Okay, ich hab ja noch zwei andere. Den schnapp ich mir. Ach, jetzt... Ah doch, ich hab Lebestein mitgenommen. Ich wollte schon gerade sagen, hab ich gerade alles weggesnackt, abgesehen von dem Lebestein. So, zack! Und ich da hatte ist schon ihn. Lebestein drauf gemacht. Ach so! Ich war auch beim Lagersystem. Dann gucken wir mal. Hier ist doch sogar perfekt. Hi, Willi! Hi! Na, hey, du kleine Fratz! Willi, was machst du? Vorsichtig, Zombie. Da ist ein Huhn unter dem. Der versteckt einen Huhn. Ja, die sind ein Team. Ach so. Die sind die Babos. So, Talisman. Sind da die Peldado Bay Musikanten. Das Schwein, das auf dem Huhn drauf steht. Fehlt noch einer. So, da haben wir den Talisman der Diva. Dann brauchen wir jetzt nur noch mal ein paar Mobs. Übrigens kann es sein, dass es eine kleine Explosion... Puh. Was? Der dreht sich dort. Ah, nee, da geht's nicht nach unten. Ich hab gedacht, der dreht sich an der Kante, aber dort. Ist alles safe. Ha! Ach so, da. Oh Gott, bei mir sah es so aus, als wäre er gerade runtergedonnert. So, dann gehen wir mal da hinten zur Monsterfarm von den komischen Aslaks. Bin ich hier jetzt mal gespannt, wie das funktioniert. Hier ist eine Katze. Die steht da einfach oben. Die Sache ist, glaube ich, mit dem Ding, du musst Monster schlagen, damit du die charmst. Wie? Und wenn du die mit deinem Schwert schlägst, sind sie One-Hit. Aber ich kann sie doch mit der Hand schlagen. Ja, könntest du. Muss ich die? Oh Gott, ja, warte, ich muss mal aus dem F7-Modus raus. Oh Gott, er haut mich! Ach, jetzt habe ich ihn runtergehauen! Und jetzt? Ja, okay, es gibt einen Sound. Und jetzt? Aber die bekämpfen sich nicht gegenseitig. Nee. Der eine bleibt aber stehen. Der eine steht einfach nur. Der tut mir auch nichts mehr. Oh. Der läuft nur gegen mich. Können wir die jetzt gegeneinander kämpfen lassen? Ja, eigentlich habe ich gedacht, ach so, vielleicht kämpfen Zombies nicht gegen Zombies, aber gegen andere Monster. Ja, warte, ja, genau. Greif den an. Die können hier nicht explodieren wegen der Blume. Ah, nice. Aber nett. Kämpfen die jetzt? Ich weiß es nicht. Au! Warte mal, vielleicht ich guck mal in den Eintrag. Renn da unten rein und schlag alles einmal. Das ist deine Armee. Stimmt! Den. Super Armee! Da hinten können die Creeper explodieren, da ist die Blume nicht mehr in Reichweite. Oh, ich hab den Talisman der Diva jetzt aufgesetzt. Ach so, ja. Ach, den musst du anziehen, deswegen. Ja, ich hatte ihn auch an. Nee, warte mal, aber. Au! Ja. Kannst du einen Creeper schlagen, wenn du willst. Warte. Der da kann wieder explodieren. Oh Gott! Nee, aber die sind jetzt alle Coolio, glaube ich. So. Aber wie schaffe ich es jetzt? Der Zombie kämpft gegen den Creeper. Ernsthaft? Ja, ja, er hat den Creeper getötet. Ja! Wir kämpfen gegeneinander. Oh! Macht sie fertig! Wir bräuchten... Alter! Ich frag mich, ob man das... Gaia. Ja, nee, ein Wither. Das müsste ich mal im Singleplayer testen oder so, weil ansonsten, das wäre ja mega nice. Junge, dann baue ich mir eine Wither-Armee auf und dann kann mir niemand was. Dann übernehme ich Paldado Bay und dann nenne ich Pidizzles geile Insel. Wither-Palde. Nein, Pidizzles geile Insel. Genauso wird der Name sein. Das wird die schönste Insel. Oh Gott, da war ein Loch. Hey, was macht meine Katze hier? Ich weiß es auch nicht. Zombie hat ja auch noch Hundis. Ja, die habe ich noch nicht ausgepackt. Oh, da. Da ist mein Unboxing machen zu meinen Hunden. Da ist mein Lieblingshund drin. Und Gonzo ist auch ganz nett, aber Gonzo guckt immer so verwirrt. Was mit Molly? Gehört der auch euch? Ja. Ach so. Deswegen habe ich doch gesagt, ich habe noch zwei Hunde. Also ja. Das eine Mal war ja die Rasselbande in deinem Hundi-Vlog. War die da alle. Ja, aber da war Molly nicht dabei. Aber Baloo ist einfach so super süß. Ja, Baloo ist echt süß. Der guckt immer so. Und eine Freundin aus Hamburg, die hat auch so einen Hund. Ungefähr so wie Baloo. Aber ein bisschen
Bisschen fetter. Bisschen uncooler. Nee, ein bisschen fetter einfach. ungefähr so wie der Hund von Mr. Moore Game. Hat der Hund, ich weiß nicht, ob er den Hund kennt. Vielleicht packe ich da mal einen Screenshot rein. Hat der Hund irgendwie eine Krankheit? Wenn ein guter Appetit eine Krankheit hat. Nein, ich glaube, den haben sie irgendwie von den Eltern bekommen und die Eltern hatten den so. Ach so, ja, okay, wenn das ist natürlich dann immer so ein bisschen problematisch, wenn der Hund nicht so viel Auslauf bekommt oder generell immer sehr, sehr gutes Essen vom Tisch. Das haben meine Eltern auch immer möglichst vermieden, dass der Hund so großartig was vom Tisch weggesnackt bekommt. Leute, meine Damen und Herren, ich würde mal sagen, das war's mit der heutigen Folge. Ganz lockerflockig, eine chillige, sonntagliche Runde Minecraft Sky. Es wird auch auf jeden Fall mal wieder ein Gang hochgeschaltet, sollten in den nächsten Tagen die neuen Mods kommen. Denn ich muss auch selber zugeben, dass so langsam so ein bisschen der Stoff ausgeht, was man so in den Folgen noch so machen kann. Wir hätten jetzt vielleicht noch da hinten eine kleine Edgar-Statue übrig, aber das dann vielleicht mal in Zukunft. Leute, schaut unbedingt bei Zombay und Maudado vorbei. Wenn ihr jetzt Langeweile habt, zieht euch entweder Videos von den Schlawinern rein oder vielleicht die aktuellste Folge vom Fernbus-Simulator mit dem guten alten German Let's Play. Verlinke ich euch mal unten. Und dann wünsche ich euch allen noch einen traumhaften Tag. Haut rein. Ciao, ciao. Ciao, ciao.